Und in der heutigen Folge... Oh, Großmutter! Warum hast du... Oh, was hat sie denn jetzt gerade versucht? Nein, tu es nicht. Ei, Karamba, da geht's aber zu... Oh mein Gott, jeder Einzelne stirbt! Ich will nicht, dass es weitergeht. Oh, sondern ich möchte noch etwas finden. Den... letzten, der... Ja, ja, da ist es. Okay, gut. Ja, wir haben alles gefunden. Haha! Gott sei Dank, ich hatte Angst, dass ich da in irgendeine Cutscene reinstolpere und das dann verpasse. Weggeworfene Schilder, die zerrissenen und zerstörten Überreste alter Zirkusattraktionen. Der Art nach zu urteilen, wie sie mit dem übrigen Schrott verwoben sind, liegen sie schon sehr lange hier. Und beim verkohlten Sheriffstein haben wir... Seit dem Feuer vor 6 Jahren benutzt Travis seine Machtposition als Sheriff, um seiner Familie zu helfen, ihre Spuren zu verwischen. Ich dachte, der Chris Hackett ist kein Sheriff, der ist nur ein Ranger, ein Waldranger oder was auch immer, ne? Okay, der Jagdaushang? Kein Wunder, dass der Wildbestand zurückgegangen ist. Die meisten scheinen an der Wand im Haus der Hacketts zu hängen. Das war jetzt irgendwie so ein enttäuschender Ausgang dieses Hinweises. Ich dachte, dass es so ist, oh ja, wie sie Werwölfe sind, jagen sie halt nach Wild oder so. Aber okay. Nee. Schade. Was ist das? I don't know. Besser anfassen. Arams. Immer gut, Arams. Sich Splitter einzufangen. Siehst du das, Caitlin? Wo? Gut, sie antwortet nicht. Sie hat kein Interesse an unserer Gesellschaft. Konversation. Gut, schauen wir nochmal an. Text einblenden. Eliza, die Wahrsagerin. Sie kann dir den Weg zeigen. Das ist, glaube ich, die Silas-Tante, die Olle. Weil die uns mit den Karten die ganze Zeit den Weg weist. Hey, London, wo können wir denn überhaupt hin? Ich glaube, sie heißt Caitlin und die Tochter, die erschossen worden ist, von der Laura, heißt Kaylee. Deswegen komme ich die ganze Zeit durcheinander und bin mir nicht so sicher, weil es ist so, Caitlin, Kaylee. Von all den Namen auf der Welt haben sie sich gedacht, weißt du was, wir nehmen einfach zwei, die sich super ähnlich anhören. So, wer ist dafür verantwortlich? Hier. Ich glaube, hier können wir hin, oder? Ja, ja. Da können wir. Da. Da geht's weiter. Da. Okay. Sei der Kran, Thaddäus. Also, sei hast der du schon mal Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. My God. Nein. Oh. Ach, komm schon. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit zum Glück haben sie dich nicht der Grabscher genannt. Bekomme ich ein bisschen Schutz? Pass auf mich auf. Bottoms up. Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Ja, ja. Ja, Schick den Einarmigen nach oben. Ich hab doch gesagt, es hätte eine der Mädels mitkommen sollen. Kannst du einen Kran mit einer Hand bedienen? Ich weiß nicht, wie schwer das ist. Na gut. Ah, wunderbar. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Okay. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Großartig. Okay, gar nicht so kompliziert. Zum Glück steckt der Schlüssel. Stell dir vor, nach dem müsstest du suchen. Zurück, Reifer. Was zum Teufel ist da los? Ich hab nur angemacht. Ich hab... Ich bin kein Kranführer. Okay. London. Dann mal los jetzt. Okay. Wow. Ja, lalala. Und jetzt...
Lassen wir das Ding runter. Oh, das geht doch ganz gut. Ah ja, schau. Macht er doch ganz ordentlich, der gute Mann. Großartig. Ja, wirklich. Ich bin beeindruckt. Oi, ja, jawoll. Ich habe meine Berufung gefunden. Einarmiger Kranführer. Vielleicht. Oder Kranfahrer? Ja, versuchen, es zum Laufen zu bringen. Die Karre? Ich hatte gedacht, sie nimmt vielleicht einfach das Teil vorne mit und geht zur Lodge und baut es in das Auto dort ein, weil das funktioniert ja eigentlich. Ne? Bam! Auto heben, Caitlin warten. Caitlin! Die Musik ist zu laut, sie kann mich nicht hören. Scheiße! Oh, fuck. Das Ding hält sich dran! Schaff den Dreckswerwolf von dem Scheißauto! Was soll ich denn tun? Ja, okay, warte, die Knöpfe. Autoschwing hupen. Hupen wir mal um das Ding hier bei uns. Hey Schatzi! Komm zu uns, hey Baby! Alter, die springt doch hier. Okay. Ja, das Steißbein ist kaputt. Au. Oh mein Gott. Jetzt kommt er zu uns. What the hell? Oh, x. Komm schon. Feuer, komm schon. Na komm schon, einarmiger Mann. Oh Gott sei Dank, ich wollte schon. Oh. Ha, ha. Please leave me alone. Oh Mann. Oh, ho, ho. Gerade so richtig. Oh yeah! Ah! Oh mein Gott! I don't know what to do! Lass das Auto fallen! Lass fallen! Komm schon, lass fallen, Mann! I'm trying my best, Eric, I'm doing it! Komm schon! X! Okay! Komm schon! Dylan! Ich bin ein fantastischer Kranführer, findet ihr nicht? Hey, alles gut, Boa. Sie leben, Michi. Es geht ihnen gut. Danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für was? Meine Rolle. Oh. Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Ich war so cool. Okay, also zu dem Auto gehe ich jetzt nicht, weil... Das war also da liegt ein Werwolf drunter und der könnte ja nach uns schnappen. Also lassen wir das Ganze einfach, wie es ist. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Ich meine, wir haben hier eh nichts mehr zu tun. Wir können hier eh nichts tun. Also das war ein komplett sinnloser Ausflug. Die Musik, die ganze... Gehen so richtig ab. Oh ja, im wunderschönen Sturmkeller sind wir mit Abigail. Die zwei langweilen sich. Sie hätten ja mitkommen können. Und was? Was denn? Dylan sagt, er hier ist sicher. Naja, ich will nur nicht hier rumsitzen. Du kannst auch rumstehen. Machen nur bis zum Morgen warten, oder? Oh, das ist langweilig. Aber haben Sie keine Kartenspiele oder irgendwas? Sieh, was du finden kannst. Das ist besser als nur rumsetzen. Okay, aber dir ist doch langweilig. Warum schaust du nicht nach? Ach, Emma. Du machst es einem richtig schwer, dich zu mögen. Ich muss mir orientieren. Wo sind denn hier die Stufen? Ah, ja. Ah, okay, ich war gerade so... Ah!
Ich war jetzt so, lag hier nicht dieses Dingens, wie heißt es denn? Dieses Carcass, so ein oh Gott, die Oma schon wieder. Eieiei, mach doch sowas nicht, bitte. Weißt du, was sich die Laura nicht anschauen wollte? Und ich war so, warum ist denn das weg? Wir hatten das weggeräumt, diese Leichenüberreste da. Und dann war ich aber so, nee, warte, das ist ja 2 Monate her. Aha, cool. Der Hierophant. Die Ottophanten. Mein Baby, siehst du, was sie uns antaten? Dieses Grauen. Er ist da draußen, Entschuldigung, ganz allein. Unterm Vollmond jagen sie ihn, gewappnet mit Silber. Denken sie, brechen damit einen Fluch, den sie selbst heraufbeschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. Diese Karte ist etwas persönlich. So dumme Kinder, kleiner Silas, mein kleiner weißer Wolf. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesem Weg folgen. Hast du verstanden? Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Alles klar, Alte. Die alte Schachtel. Ist finster hier. Verstehe. Die alte Schachtel. Also, der Silas ist der weiße Wolf. Oh, fuck. Und das Feuer irgendwie, keine Ahnung, hat ihn vielleicht... Nein, oder? Umgebracht? Naja. Aber war ein Feuer, dass dieses Harumsgarum abgebrannt hat, dann haben wir vom Silas auch eine Hütte gefunden, ganz am Anfang, ganz am Anfang. Wow, toll, ich sehe überhaupt nichts. Schön. Mann. Und die alte Dame, die uns immer anruft und uns unseren Namen flüstert, heißt Elijah Wood und ist offenbar die Mutti vom guten Silas. Alles klar. Und weil dem was passiert ist, der rennt offenbar im Wald herum, der ist nicht gestorben, kann ja nicht sein, ganz alleine und verängstigt, hat sie die Hackets verflucht, weil die irgendwas mit dem Feuer zu tun haben. Weil im Brief von der Kaylee stand ja auch so irgendwas, dass sie gesagt hat, Alter, wir waren nur Kinder, wir wussten es nicht besser. Ah! Und sowas, also... Alles sehr blöd gelaufen. Das heißt, alles irgendwie, Huhahu. Okay. Was haben wir da? Einen Sicherungskasten. Surveillance Room. Die Hauptsicherung ist kaputt. Deshalb gibt's keinen Strom. Was hat das für einen Zweck? Weiß ich nicht. Warum? Wer war das? Was ist das? Silberkugeln. Wie sind die hergekommen? No. Der Jäger hat sie verloren. So kam er wohl nach oben und attackierte Caitlin. Warte. Diese Scheißtypen sind überall. Der Bobby? Das müsste Bobby gewesen sein. Das heißt, er hat die Sicherung rausgehauen? Warum auch immer? Damit wir nicht telefonieren konnten, wahrscheinlich. Und dann ist er nach oben gelatscht und hat... Hat sie die jetzt mitgenommen, die Silberkugeln? Da sind hier überhaupt keine. Da waren auch überhaupt keine, wie wir hingegangen sind. Ach, egal. Ist nicht mein Bier. So, hier drüben ist gar nichts. Okay. Und dann ist er nach oben gegangen und hat die Caitlin angegriffen. Ja, okay. Was gefunden? Es ist eine scheiß Leiter, Emma. Kannst du nicht sehen? Doch, gucke mal. Augen auf, Mädel. Ich weiß, es ist finster, aber... Ja, dann mach sie auf. Warum muss ich eigentlich alles machen, du? Wir wissen nicht, was da ist. Geh du doch! Hast du denn nicht so herumkommandieren, diese Alte? Okay, was ich meine ist, könnte gut sein, dass wir einen Fluchtweg haben. Weißt du, wir wissen nicht, was in der Lodge ist. Vielleicht gibt es einen Weg, uns zu verteidigen. Sure. Ich denke, das macht Sinn. Sie lässt sich leicht überreden, die Abigail. Die steht nicht zu ihren Prinzipien. Ich meine, mach was du willst, das ist mir egal, aber...
Au. Die Spannung reißt wirklich nicht ab hier in dem Spiel. Die Leiter. Wow, ja. Okay, das war knapp. Meine Güte, eine Sprosse ist abgefallen. Hoho. Ich hab nur gesagt, das bringt nichts. Damals sind wir mit Dylan da runtergeklettert und dann hat sich eine dieser Sprossen gelockert. Und ich habe damals gesagt, da passiert nichts, wenn du das machst, weil ja, und offenbar, du bekommst nicht mal ein Quicktime-Event oder irgendwas. Es passiert gar nichts. Wozu dann das Ganze? Wie sinnlos war das denn mit der Leiter? Hä? Oder vielleicht, wenn die Emma infiziert ist? Lass mich ein bisschen ausruhen. Dir geht's bald besser. Cool. Sure. Vielleicht, wenn die Emma infiziert ist, verwandelt sie sich unten im Sturmkeller. Was ist los? Wenn sie dort ankommt. Stopp jetzt. Ich weiß es nicht. Und dann muss die Abigail vor ihr fliehen. Nein. Und dann macht das etwas aus, ob da die Sprosse gelockert ist oder nicht. Lass uns einen Weg nach unten finden. Weil dann kommt vielleicht ein Quicktime-Event. Vielleicht. Keine Ahnung. Oder ein Weg raus, vielleicht. Ich hab echt genug. Es reicht. Ryan ist so, you know what? Ja. I'm tapping out. Der Nächste kann aufs Feld. Ich wünsche mir. I can respect, I get it. Yeah. Verstehe ich. Was haben wir hier? Ah, Heroin. Danach habe ich gesucht. Ha. Was ist das? Beweis, dass wir richtig sind. Sie wieso? Was? Ja, dass ich dich besser sehen kann, mein Herz. Sch. Was? Aber was sind das für Spritzen? Was beweist das? Dass sich irgendjemand hier was sich zudröhnt hier oben? Oder sind das Beruhigungsmittel? Oder ich... Keine Ahnung. Es erzählt mir hier niemand was. Okay, also die zwei sind jetzt nach oben gelatscht. Ey, da drüben glitzert was im Mondenschein. Da mag ich gar nicht sein. Das ist ein hübscher Sessel. Ich meine, die Farbe ist nicht so meins. Ist ein bisschen zu orange. Oh Gott. Dracula. Was war das? Ich habe mal eine Frage. Sie ist infiziert, ja? Wenn sie sich komplett verwandelt, greift der sie dann auch an? Oder ist es so, nee, das ist auch ein Werwolf, wir sind Kumpel. Oder greifen sich Werwölfe untereinander auch an? Vor allem, dass sie weiß, dass es der Chris Hackett ist. Was soll ich denn machen jetzt? Vielleicht sollten wir einfach... Oh, scheiße. Yo. Ah! Puff! Konfetti! Oh Mann. Alter, wie viele Stockwerke sind wir denn da jetzt runtergefallen? Ah! Was ist denn hier los? Ah, runter von mir, Lady. Ah, mir geht's nicht so gut. Okay, sie rastet aus. Wir rasten alle aus. Ich raste total aus. Oh mein Gott. Oh Gott. Das hat jetzt... Aua, aua. Silberbeschlag. Okay. Du kannst ihr Gesicht, ihren Gesichtszug noch ein bisschen sehen. Ich glaube, dass sie das... Oh mein Gott, der Reiß... Oh, der Hals, Digga. Ach du meine Güte, der hat ihn total... Oh mein Gott. Oh, Großmutter! Warum hast du... Oh, was hat sie denn jetzt gerade versucht? Nein, tu es nicht. Ei, Karamba, da geht's aber zu... Oh mein Gott, jeder Einzelne stirbt. Ach du meine Güte. Die ganze Hackett-Familie ist ausgelöscht. Scheiße. Außer der Caleb, der Caleb, der Sohn vom Chris, der müsste doch irgendwo unterwegs sein, oder? Ich weiß es nicht. Heilige Mutter Maria! War das jetzt der Richtige? Ja, wir haben Chris erschossen. I did it.
did it! Danke, dass Sie mich verschont haben. Ja, hätte ich eigentlich in den Hals stechen können, oder? Gleichfalls. Prost, meine ganze Familie ist tot. Und großartig. Was nun, sind alle wieder normal? Naja, wir zwei schon, oder? Ja, wir haben den Chris umgebracht, der uns gebissen hat, oder? Da müsste das doch alles wieder gut sein. Ist vorbei? Das ist es nicht. Oh nein. Ach, ich verstehe es nicht. Chris ist tot. Which is, kann es sein. Weil er war kein schlechter... Chris war nicht der Erste. Das ist unmöglich. Alles ist möglich. Kaylee, das tote Mädchen, ihr Bruder. Okay, also der Caleb war der Erste. Was? Oder was? Aber wir sind auf jeden Fall geheilt, weil Caleb bis wir Chris den umgebracht haben, der uns gebissen Chris hat. Chris wollte sie nur beschützen. Den Ersten, oder? Hä? Nee, warte. War ein guter Mann, mein Bruder. Aber wer bis Caleb? Silas. Ja, okay. Verfolge ihn seit Jahren. Er ist ein Streuner, Rumtreiber. Er war schon lange nicht mehr hier, aber wir hofften, wir könnten es beenden. Er war schon lange nicht mehr hier, wir sind trotzdem da geblieben. Zwischendurch okay, gab es Sichtungen an der Küste. Ein wildes Albino-Kind. Großer weißer Wolf. Aber ist er immer ein Wolf oder... Ist er nur zu Vollmond? Was sagst du? Ein weißer Wolf. Wo? Wo hast du ihn gesehen? Ah! An den Hütten, früher am Abend. An den Hütten? Okay. Den er durchs Fenster gesehen hat? Warte, war das... Okay, hä? Ich versteh's nicht. Alles ergibt Sinn. Nein, überhaupt nicht. Wo haben wir ihn gesehen? Er ist seit Monaten zurück und er lief euch vors Auto vor 2 Monaten. Aha, okay, ja, gut. Helft mir. Er hat überhaupt nicht weiß ausgeschaut. Helft mir. Wir können Caleb retten. Wir können den Rest meiner Familie retten. Wir können denen helfen, die noch leben. Sure. Gemein, wieso sollte ich ihnen helfen? Wieso soll ich ihnen trauen? I mean, he didn't kill you. Ich weiß, dass du mir vertraust. Ich sag dir, wir beenden das. Wir töten Silas. Und allen geht's besser. Jedenfalls denen, die noch leben. Aber ich verstehe das nicht ganz jetzt, weil... Okay, okay, und... Also der Caleb war der Erste, der den Chris gebissen hat und die Kaylee oder halt... Ne? Okay. Das heißt nicht, dass ich vergebe, was sie getan hat. Wir haben Chris umgebracht, damit ist sie geheilt, was Sinn ergibt. Aber... Und kann ich bitte was... Und weil sie geheilt ist, sind auch wir geheilt, der Rian, der Ryan... Weil sie halt nicht mehr vom Fluch beeinflusst ist, I guess. Aber wenn wir den... Du hattest deine Chance. Hey. Du hattest die Chance. Es ist beinahe jeder tot, Elisa. Und hast versagt. Aber wenn wir den Caleb umbringen würden, dann würde der Chris, wenn er noch leben würde, ist ja noch Zeit. Sie und der Ryan geheilt werden, oder? Passiert ist passiert. Lass uns jetzt. Sie ist so vergebensvoll. Nur noch nach vorn schauen, okay? Sie vergibt uns so nett. I don't like you. You're a mean lady. Der Tod in jeder Form. Denn Tod heißt Wandel, Veränderung, Transformation. Oft interpretiert als Barke für die Hoffnungsfrohe. Wirklich Barke? Was zum Teufel ist eine Barke? Heißt Tod schlichtweg Tod. Idiots. Could you stop laughing? Stop it! Hey! Beherrsch dich! Was für die Sonne. Das Versprechen eines neuen Tages. Es bleibt noch Zeit, die Nacht wohlbehalten zu überstehen. Entscheidungen, Taten, dein Leben stehen hier auf dem Spiel. Nun musst du... Allein den Weg finden, trotz Dunkelheit und die Sonne wieder aufgehen sehen. Selbst sie findet, das ist Bullshit, was da steht. Sie ist so, Alter, wie... wie schmalzig. Das Gericht.
Die warm serviert. Blutige Mord, oder nicht? Von Wut und von aufrechtem Hass. Ein ich glaube, ich werde mir das anschauen. Kann sein. Doch er mag von. Das steht möglich. Sein. Du hast dich richtig vorgelesen. Der nicht vergisst. Hast du schon wieder falsch vorgelesen? Oh Gott, jetzt kommt's. Der Hierophant. Wo hast du ihn her? Oh. Wo hast du ihn her? Er darf nicht hier sein. Er hat genug durchgemacht. Nein, nein, nein. Mein Baby. Oh, du kannst ja nicht aussuchen. Was sie uns antaten. Was? Oh, du kannst es dir nicht aussuchen. Vor 6 Jahren, Eliza. Oh, okay. Oh, cool. Alles klar. Guck mal, da brennt's. Was haben sie getan? Ich weiß nicht. Ja, I guess it's kind of funny. Oh mein Gott, wer ist das? Silas, the dog boy, alive. What? Oh, what is happening? Aber das Silas, ist nicht. Silas, mein Junge. Aber das Silas lebt doch. Hey. Oh. I'm so confused. Oh, sie muss gleich kacken. Die Gesichtsausdrücke sind so geil teilweise. Bewege dich. Oh, yes, das. Das kann doch nicht der Silas sein, oder? Weil der lebt doch. Das ist alles sehr verwirrend. Vor allem, ist sie ein Geist oder lebt sie? Nicht drauf zugehen, Oma. Mann. Was raufgeht, muss auch wieder runterkommen. Oh. Ich weiß nicht. Ich wollte es jetzt nicht sterben lassen. Ich weiß nicht, ob das gut war oder nicht, aber. Was passiert denn, wenn sie da getroffen wird? Ist sie dann ein Geist? I'm so confused. Das ist aber nicht ihr Sohn, oder? Ah, nee, okay, okay. Sie dachte, er ist es. Okay, also. Okay, 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 okay. The puzzles, okay. Is she high? What the fuck is happening? Was? Erstmal Desinfektionsmittel. Huh? What is going on? Mami, komm schon, Silas. Mami, komm schon, Silas. Silas. Oh, deswegen rennt. Silas! Ist sie jetzt tot oder nicht? Die Alte. Ihr müsst leben, oder? Alles klar. Okay, ja, gut. Ganz... Ja, deswegen verbrennen die Karten immer, wenn wir sie einsammeln. Deswegen. Wie hübsch war das, der Turm? Das Dream Drop Distance. Alles nein, runter. Nein, nein. Da war gerade was eingeblendet, was mein nicht vorgelesen Baby. Wurde. Siehst du, was sie uns antaten? Vielleicht war es ein Unfall. Dieses Grauen. Er ist da draußen. Das Grauen. Ganz allein. Böses ist im Busch. Und jagen sie ihn. Gewappnet sie mit hört sich an wie Dobby. Denken, sie brechen damit ein. Dobby darf nicht böse sein. Ich war darauf beschworen, als sie meine Show vor 6 Jahren abfackelten. So dumme Kinder. Aber wenn es Kinder. Dann war es vielleicht ein Unfall, oder? Sie wollten das nicht. Im Brief von ihr stand ja auch, dass sie sich wollte. Ich muss ihn beschützen. Du darfst nicht diesem Weg folgen. Hey, es tut mir leid, Lady, aber ich werde ihn umbringen. Ich hab dir doch die ganze Zeit geholfen. Sagen Sie das doch nicht so, das bricht mein Herz. Ich habe so viel für dich getan. Jetzt macht sie mir ein Schuld.
Gefühl auch noch. Sorgt dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließt die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Die Hexe von Hackett's Quarry. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Ah!